Die Klöster sind mittlerweile alle geschlossen. Eins davon war das Zuhause von ihr, Maria Grammatico, Bäckerin und Bewahrerin alter Backtraditionen. Sie zeigt uns ihr appetitlich gestapeltes Gebäck in der Schauvitrine. Das hier ist aus Mandelpaste, die grünen Bällchen aus Pistazien, Mandeln und Zucker, erzählt sie. In den 70ern eröffnete Maria ihre Konditorei in Edice. Eine sizilianische Frau als Unternehmerin, damals noch fast unerhört, aber sie setzte sich durch. Ihre Torten, Kekse, Törtchen und das Marzipan finden bis heute reißenden Absatz, besonders bei den ausländischen Besuchern der Konditorei. Das Gebäck wird nach wie vor mit der Hand gemacht, in der Backstube hinter dem Verkaufsraum. Die Rezepte stammen aus dem Kloster, in dem Maria ihre Jugend verbracht hat. An den Zutaten haben die betagte Bäckerin und ihre Mitarbeiter wenig verändert. Sie benutzen sogar die alten Gerätschaften. Ebenso wie es die Nonnen der jungen Halbwaisen Maria vor fast 70 Jahren beigebracht haben. Und die hat damals aufmerksam zugehört. Hier sind Mehl, Zucker, Nelken, Zimt und jetzt auch Mandeln drin. Die hat man allerdings früher nicht benutzt, erinnert sich die Bäckerin. Früher im Kloster herrschte Mangel, zumindest für die Waisen, die dort groß wurden. Von den Leckereien in der Backstube bekamen sie nichts ab. Früher gab es diesen ganzen Konsum nicht. Da hat man solche Süßigkeiten nur gekauft, um sie zu verschenken oder für Feste und Feiern. Zum Glück sind die Zeiten anders geworden. Das ist gut für das Geschäft. Der Laden ist fast immer voll.